Hey Leute und willkommen zurück in Evoland 1, wo wir letzte Folge einen großen Verlust erlitten haben. Unsere tolle Begleiterin, die Kairis, die immer für unser Wohlstand und für unsere Heilung gesorgt hat, wurde getötet von dem mächtigen Zephyros. Ich muss dir was erzählen. Ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Kairis retten. Kairis retten? Braucht die Heilung. Nein, ich brauche keine Heilung. Mein Schmerz kann man nicht heilen. Keine Medizin der Welt vermag dies. 10.000. Cool. Dann würde ich gerne hier einmal eine seltene Karte kaufen. Danke. Oh, geil. Untoter König. Hey, Glatzmann. Ich liebe Doppelzwilling. Nicht nur das Spielen selbst, sondern auch das Suchen der Karten. Ja, schön, wie du mit dem Verlust einer Dorfbewohnerin mit umgehst. Und du? Hm? Ich hoffe, ihr besiegt diesen Zephyros und rettet unser Land und die ganze Welt. Ich wünschte, ich wäre stark genug gewesen, Kairis zu retten. Aber sie hat sich einfach in Luft aufgelöst. Ich bin gerade im Dienst. Aber später müsst ihr mir alles über die schwarze Zitadelle erzählen. Ich nuschel die immer, ne? Zitadelle. Ach ja. Oma. Ihr müsst den Mana-Baum retten. Ohne ihn gibt es keine Hoffnung für uns. Ja, wieso macht denn das niemand anders hier? Das Monster lebt also noch? Wir sind alle verdammt. Oh mein, dieser Pessimismus hier. Ja gut, wenn hier so eine Musik spielt. Ey, Frau. Ich kann einfach nicht fassen, dass Kairis tot ist. Wir waren so gute Freunde, als wir klein waren. Oh, das tut mir leid. Wir waren auch gute Freunde, weißt du? Sid, ich muss dir was erzählen. Setz dich besser hin. Kairis mag nicht mehr unter den Lebenden weilen, doch ich spüre ihre Gegenwart. Ich weiß, dass sie Marvin begleitet. Ihre Kraft wird für immer mit ihm sein. Ich kann nicht fassen, dass Kairis tot ist. Das ist ein trauriger Tag für die Annalen von Aogai. Ihr Tod war nicht umsonst. Sie hat ihre Kräfte für Marvin übertragen, auf Marvin übertragen, Entschuldigung, damit er die Welt retten kann. Marvin, nun seid ihr unsere einzige Hoffnung, Zephyros zu besiegen. Ich muss auch was sagen. Mit der Kraft von Kairis werdet ihr stark genug sein. Ich glaube an euch. Hey, ich bin zwar im Dienst, aber wir glauben alle an euch. Kommt vorbei, wenn ihr etwas Zeit habt. Vielleicht kann ich helfen. Ja, mein Haus ist zwar kaputt, aber wir sind alle verdammt. Ach, schlo. Entschuldigung. Ich habe nichts zu sagen. Die meisten von uns glauben an euch. Nicht übel, oder? Die meisten. Warum glaubt der eine nicht an mich? Und wo ist die andere? Gar nicht übel. Ich glaube fest, dass Kairis nicht umsonst gestorben ist. Marvin, ihr müsst zum Mana-Baum aufbrechen und Zephyros besiegen. Ein für alle Mal. Ich gebe euch mein Luftstift. Nur damit gelangt ihr zum Mana-Baum. Das Schicksal der Welt liegt in euren Händen, Marvin. Freigeschaltet Luftschiff. Genug gelaufen. Willkommen an Bord von Air Evoland. Oh, das ist so traurig mit der Musik und alles. Das ist so cool gemacht hier einfach. Hey, Sid. Altes Haus. Was geht? Ja. Ihr findet den Mana-Baum nördlich der schwarzen Zitadelle. Vergesst nicht, dass ihr nur mit dem Luftschiff dorthin gelangt. Und du? Ja, ich gehe da mal. Ich lasse euch... Ich habe leider keinen Körper, den ihr beerdigen könnt. Tut mir leid. Sie hat sich einfach aufgelöst. Komischer Mensch. Sollen sie erstmal trauern. Ich speichere das. Und werde jetzt mit dem Luftschiff fliegen. Ja, da ist es ja. Cool. Oh, die Musik. Hey, das ist die Musik von der Geschichte, wo die erzählt wurde. Ich guck mal kurz was, ja? Ich flieg mal hier hin. Kann ich hier absteigen?
Wo war das Dorf? Wo war unser Anfangsdorf? Was ist denn hier? Was ist das denn? Ist das der Mana-Baum? Guck mal da oben, was ist das hier? Hier ist die Anfangswelt. Das Dorf ist in 3D. Ich möchte da reingehen. Ich will da rein. Hey, wie cool. Ach, jetzt sind wir in 2D. Papunika, hey, ich habe viel erlebt. Du bist immer noch ein Kind. Ach, ja, ist okay. Was? Was? Der hat da wieder eine Wachstumsbohne verloren. Was bist du denn für ein Knecht? So, innen, hier wollen wir nicht rein. Wir wollen shoppen gehen. Genug Geld müssten wir noch haben. Dann holen wir uns die übrig gebliebene Karte, die hier noch zu kaufen ist. Imuk. Geil. Damit haben wir das. Oh, das finde ich cool. Dann funktioniert das Backtracking hier also doch wirklich gut. So, mein Schiff ist hier, da wo ich es abgelassen habe. Oh, wie cool ist das denn hier? Wee, yeah, wow, cool. Okay, das ist hier oben laut Karte. Da ist ja nichts mehr. Über Berge kann ich nicht nehmen. Da ist dann... Da hört's dann auf. So, aber was ist denn hier? Warte, der Mana-Baum? Ich gucke erstmal, wo der Mana-Baum ist, weil da möchte ich zum Schluss hin. Guck mal, hier muss doch auch irgendwas sein. Nördlich der Zitadelle. So, hier ist das. Da ist der Mana-Baum. Okay. Da gehen wir gleich hin. Dann gucke ich mich erstmal um. Oh, wie cool einfach. Das Spiel ist so süß einfach. Ich liebe es. So, hier muss doch irgendwas Cooles sein. So, ne, hier geht nicht, weil hier Wald ist. Ist ja logisch. So. Haben wir hier... Nein! Okay. Nein! Ich meine, ja, wir müssen ja eh leveln. Ja, komm, greif mich doch an, du Lusche. Hier, stirb! Daneben? Alter. Ich bin wohl nicht ganz in Stimmung zum Kämpfen, aber egal. So, hier muss doch irgendwas geben, als ob hier nichts ist. Ja, guck mal. Kartograf, ihr habt den verbotenen See gefunden. Was? Was ist das hier? Guck mal, hier haben wir aber keine Karte. Was ist der verbotene See? Ich weiß es doch nicht, Mann. Muss ich hier hin? Oder muss ich ja später hier hin? Das sieht alles so riesig aus, als würde man hier später... Wollen wir erstmal zum Mana-Baum gehen? Das sieht mir zu groß aus für so ein... Für nur ein Bonus, quasi. Weil ihr wisst ja, wir haben ja auch einmal diese Secret-Wiese gefunden, diese geheime Wiese. Und da war das nicht so riesig wie hier. Wobei, komm, wir gucken uns mal um. Wenn wir schon mal hier sind, dann, warte mal. Schön, dass der Bogen hier und das Menü noch schön pixelig ist. So, einmal hier so. Achso, dann müssen wir hier rüber. Kann man hier unten noch weiter? Nö. Stirb. Ich hasse euch. Ihr macht nur Probleme. So, dann nach oben. Boah, hier gibt es bestimmt voll die seltene Karte oder sowas. Dann nochmal nach oben. Nein. Nach da. Nach da. Ah, ich weiß. Zack. Nee, ich weiß doch nicht. Aha, warte mal. Den können wir doch wegspringen. Endlich können wir diese Felsen mal wegspringen hier. Bumm. Weg ist er. Dam, 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 dam. So, jetzt können wir den Baum hier wegzündeln. So, und ich wechsle mal aufs Schwert. Das ist mir lieber, hier mit dem Schwert zu besiegen. Miau. Ach, das ist so süß. Hua. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Ba, da, 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 da.
Kairis ist tot. Das finde ich scheiße. So, mit dem Bogen können wir doch hier sicherlich irgendwas anzünden wieder. Da nicht. Da auch nicht. Da auch nicht. Doch da, okay. Aber wir müssen erstmal 3D machen. Beziehungsweise in die Zukunft reisen. Dum, 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 dum. Mm, mm, mm. Ich hoffe, ich nehme hier nichts vorweg irgendwie, weil ich habe Angst, dass die Story vielleicht will, dass wir hier hin müssen. Und dann bin ich ja halt schon, ne? Na, stirb, stirb. Ich habe zwar nichts davon, dich zu töten, aber ich muss dich trotzdem töten. Dum. Ich gehe erstmal nach unten. Alter, ist das hier riesig? Aua! Als ob das hier nur ein Secret ist. Das kann nicht nur ein Secret sein. Da muss noch mehr dahinter stecken. Hm. Ja, das ist immer, wenn man sich zu deutlich umschaut, ne? Auf der einen Seite möchte man nichts verpassen. Auf der anderen Seite möchte man sich auch nichts vorwegnehmen und vielleicht irgendwas verbuggen oder so. Die Truhe gehört jetzt mir. Warte mal. Was ist das hier alles? Ich hätte hier auch gerne eine Karte. Das ist voll riesig hier. Wo soll ich denn hier lang überall? Oh, eine Truhe. Und zwar haben wir hier einen Stern. Wie sieht es denn mittlerweile aus? 17 von 30 und 14 von 23. Hier kann man nicht durch, ne? Das ist echt fucking riesig. Ich weiß gar nicht wohin. Da! Au! Da! Du und du, stirbt! Ich zerstöre hier die komplette Natur. Ihr werdet hier keinen Spaß mehr haben. Hier mal ein Busch. Da muss die Bombe wieder her. Alles klar, Mann. Der ist so süß, der kleine Racker hier. Kann ich damit Gegner töten auch? Jawohl. Was ist das denn hier alles? Als ob das hier nur Secret ist. Das ist ja voll groß hier alles. So, du tot. Einmal die Wiese. Wiese mähen hier. Zack, 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 zack. Ich bringe alles um. Denn ich bin gar nicht mal so dumm. So, warum auch immer ich hier alle Fackeln anzünden soll. Ich mach's einfach mal, weil's Spaß macht. So. Dann fackeln wir hier so einen Baum ab. Und dann kommen wir hier durch. Nee, ne? Hier ist ein Felsen. Ja. Achso, warte, ich kann doch hier rüberschießen. So. Halt. Wie kriege ich das denn down? Wie kriege ich denn die Pflanze da kaputt? Hm. Kämpfen in 3D mit dem Schwert ist irgendwie geiler. So. Hier ist nichts, nö. Hier ist auch Sackgasse. Ey, was soll das denn? Hä, hier ist auch Sackgasse? Warte mal. Das kann's doch nicht sein. Doch, ist es wahr? Scheiße, ich komm hier so nicht weiter. Komisch. Mit einer Bombe kann ich hier nicht arbeiten. Das ist zu weit weg. Und da oben ist, glaube ich, auch zu weit weg für eine Bombe. Hänge ich hier jetzt fest? Ich komme hier nicht mehr weg. Wie komme ich denn jetzt hier wieder raus?
habe ich mich... Bitte sag nicht, dass ich mich jetzt hier festgebackt habe. Wie komme ich denn hier jetzt raus? Da komme ich ja nicht durch, weil dafür muss ich ja 3D machen. Den kann ich nicht abfackeln. Scheiße. Und die Feuer bringen ja so nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich die allein gemacht habe. Und hier kommen wir nicht durch. Ich habe mich eingesperrt, wie scheiße. Warte mal, ich probier's trotzdem mal mit der Bombe. Vielleicht bin ich ja trotzdem schnell genug. Ist aber schnell. Oh, geschafft. So. Nein. Falsch. Aua. Cool. Errungenschaft. Ausrotter. Oh, eine Truhe. Alter, hier ist ja voll das Schatzplanet, ey. Voll das Schatzparadies. Die Karte Sephiroth. Den will ich gar nicht. Ich weiß, da oben war auch eine Truhe, aber ich... Guck erstmal, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang soll. Das ist alles so fucking riesig hier. Ich gehe erstmal nach oben. Ich hoffe, ihr werdet mich dafür loben. Zack. Ja, hier ist aber nichts mehr, okay. Noch ein Stern. Hier ist einfach die Hälfte der ganzen Sammel-Items. So, da kommen wir her. Dann geht's jetzt hier nach unten. Stirb doch. Oh. Also ich werde dieses Secret hier nicht verlassen, ehe ich hier alles gesammelt habe, ne? Sagte er und verließ das Secret. Wir sind alle wieder da, wie doof. Wie komme ich denn... an die eine Truhe daran? Ich verstehe das nicht. Muss ich vielleicht von ganz random einfach mal von hier runterschießen? Warte, ich glaube, der ist nicht durchgegangen. Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Ich kann mir das auch gerade... Wow. Na. Manu. Ich bin zu faul zum Wechseln. Stirb doch einfach. Oh, ja, ist okay. So, du auch. Komm her. Hallo. Hä? Was war das denn? Ey, wie cool. Kairis, die hat sich ja aufgelöst und hat unsere ganze Sammel-Items mitgenommen. Die wir in dieser Höhle da gesammelt haben. Die hat einfach alles mitgenommen. In ihren Tod. Zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. So, müssen wir von hier runter schießen. Ich fuchs das gerade mit dem Secret hier. Aber diese ganzen Fledermäuse, ich will die gar nicht töten. Ich will eigentlich... Dann gehe ich mal hier irgendwo noch... Hier ging es doch irgendwo hoch, wo ich nicht oben war. Mir war doch so. Da war ich zum Beispiel noch gar nicht. Das sind noch Büsche. Hier ist einfach gar nichts. Doch. Eine Truhe. Mit? Was ist es? Ein Stern. So, geht's hier irgendwo lang? Nö. Geht's hier links? Da ist noch eine Truhe. Wie kommt man da hin? Irgendwie... Uff. Keine Ahnung. Die ist ganz oben links. Das merke ich mir mal. Ganz oben links. Kann man hier vielleicht durchgehen? Nee. Die war irgendwo hier oben, ist die. Da.
Wie kommt man da hin? Da ist ein Stein. Kommt man da nur in 2D hin? Achso, nee, man kann einfach hier rüberlatschen. Ja, nett. Und was ist es? Noch ein Stern. 20 Sterne haben wir schon. Wie lecker die Äpfel da gerade aussehen. Habt ihr das gesehen in der Nahansicht? Die sahen ja furchtbar lecker aus. 20 Sterne haben wir. Damit 60% gesammelt. So, aber eine Truhe ist hier noch, an die wir nicht rankommen. Und ich weiß auch nicht genau wie. Wir gucken mal zusammen. Letzte Folge, da ist ja so viel passiert, da können wir dieses Mal etwas entspannter vorgehen. Ja. Der Timer sagt übrigens, ich musste mein Handy dafür wieder entsperren. Blödes Update, warum macht man denn so Updates, die... Ich verstehe es nicht. Naja. Okay, Leute. Dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hier nächstes Mal. Hoffentlich kriegen wir dann die... die Truhe. Und gucken mal, was dann im Mana-Baum abgeht. Alles klar, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.